Dann suchen wir jetzt einmal das Buch. Dort vorne scheint eine Höhle zu sein. Die sollte ich erkunden. Gucken wir uns mal an. Ich sollte mich hier etwas umsehen. Vielleicht ist das Buch hier versteckt. Ich bin hier offenbar nicht allein. Vielleicht sollte ich lieber noch eine Mumie zur Unterstützung herbeizaubern. So, genau. Beschwörung von Kreaturen. Können wir ja machen. Nee. Mumienbeschwörung. Jetzt haben wir einen Begleiter. Das Spiel speichert an verschiedenen Stellen automatisch. Dies erkennst du an dem Speichersymbol rechts unten in der Ecke. Spielstandsmenü. Genau, oben wartet ein starker Gegner, deswegen ist es eine gute Gelegenheit, durch das manuelle Speichern das Spielmenü auszuprobieren. Jo. Das ist jetzt ein leichtes, ne? Genau. Und dann. Das war jetzt hier der Speicherstand, den ich angefangen habe. Ne? Wie gesagt, 3 Stunden habe ich ungefähr gespielt. Jetzt mache ich aber einen neuen Speicherstand. Und. Jo. Gucken wir uns noch mal ein kleines bisschen um und ich nehme die Maus wieder aus dem Bild raus. So. Und dann fass in diese Höhle. Liegt etwas drin? Ja. Immer wieder durchgucken, ne? Untersuchen und schauen, ob irgendwas sich hier befinden kann. Was ist das hier? So, erstmal wieder Gegner. Oh, ein Bär. Der Bär sieht gefährlich aus. Soll in Abwehrhaltung gehen. Stark erhöhte Verteidigung, richtet mit Angriffen aber weniger Schaden aus. Nutze diese Kampfhaltung, vor allem bei Kämpfen mit wenigen Gegnern, die über einen sehr starken physischen Angriff verfügen. Verfügbaren Kampfhaltung entscheidet sich je nach Charakter. Eine Mumie beispielsweise kennt die Abwehrhaltung nicht, sollte daher aufgrund geringer Abwehr möglichst viele Zauber sprechen, bevor sie vernichtet wird. Der Wechsel von Kampfhaltung verbraucht diesen Zug nicht, genau. Wesen, die werden sind anfällig gegen Feuer. Okay, dann werden wir jetzt mal die Kampfhaltung auf Abwehr machen bei Elaine. Und dann, das erhöht ihre Verteidigung. Und dann nutzen wir einmal den Zauber. So, jetzt wäre jetzt erstmal noch die Mumie dran. Die kennt die Kampfhaltung natürlich nicht und spricht auch einen Zauber aus. So. Na, sehr effektiv sind die Zauberattacken jetzt ja nicht, ne? So, aber die. Der Brandschaden hilft ja auch noch einiges. So. Fast geschafft. So, und er wird Elaine noch einen Bluttrank geben. So. Und der Bär wäre gleich erledigt. So. Gut. Ich sollte jetzt alles absuchen. Vielleicht ist das Zauberbuch hier versteckt. Anders als Vampire können beschwörende Wesen nicht mehr zeitdringend geheilt werden. Also ihre Lebensmittel können so ein neues Wesen beschwören. Genau. Sollte dir das Blut ausgehen, verwende Bluttränke im Inventar. Achte doch darauf, dass Elaine genug Blut hat, um nicht in Raserei zu verfallen. Ja. Durchsuche nun alle Feste und Kisten und so weiter. Ne? Einige Fehler, gar nicht schlecht. Alter Heiltrank, auch nicht schlecht. Das ist auch ein Geldbeutel. Was? Die Kiste ist leer. Achso. Da stand irgendwas, was hat da gelebt. Ring. Mhm. Können wir gleich ausrüsten. Komplett leer. Eine Rune. Okay. Und können ausgerüstet werden, um beispielsweise Resistenzen gegen die jeweilige Magieart zu erhöhen. Mhm. Einmal stinkt erbärmlich. Gut. Ja, hier ist jetzt nichts weiter zu finden. Oh, halt.
Da ist ein Fass, das habe ich noch nicht. Nichts mehr drin. Ich dachte, ich hätte das ausgefunden. Was habe ich? Nichts mehr. Die Kiste ist leer. Wer auch immer hier gelebt hat, hatte das Buch der Elras. Hatte nicht das Buch der Elras. Ich sollte draußen weitersuchen. Schauen wir uns hier nochmal einmal ganz, ganz kurz um. Aber ich glaube, hier war nur dieses eine Fass auf dieser Ebene. Und dann können wir auch wieder nach draußen gehen. So. Schauen wir uns weiter um. Machen uns auf den nächsten Kampf bereit. So. Elaine kann natürlich auch die Wesen aussaugen. So. Alle Gegner nehmen wir das mal und zack. Und dann noch das. Zack. Und über den Köpfen der Gegner und auch über den von unseren Spielern scheint dann immer, was gerade zu ihr Zustand ist. Das hat man ja gesehen, der Wolf war am Bluten und auch am Brennen. Mumie hat an Zauberkraft gewonnen. Nice. Die weiche ich jetzt einfach mal aus. Hier muss das Buch irgendwo sein. Warte, ich werde dich aus der Ebene des Blutes befreien. Hier ist etwas. Ich spüre es. Und da sehen wir doch auch schon, was hier ist. Bumm. Ist das möglich? Jaina? Ich habe es geschafft. Du hast meine Zeichen verstanden und mich gefunden. Musst du kurz nur, alles gut. Jenny, wie kann das sein? Moment, ich muss mal wieder reintappen, so. Endlich bist du bei mir. Bist du es wirklich? Nach all den Jahrzehnten? Bitte, Elaine, du musst mich befreien. Ich kann nicht mehr lange in dieser Welt erscheinen. Die Ebene des Blutes ist so unerbittlich. Diese Schmerzen sind unerträglich. Meine Energie schwindet. Wanders Blutgeist ist noch viel schwächer. Seine Schmerzen rauben ihm die letzten Kräfte. Er schafft es nicht mehr, in dieser Welt zu erscheinen. Oh nein, mein liebgeliebter Walmer. Ich muss einen Weg finden, ihn aus der Ebene des Blutes zu holen. Du musst mir helfen, damit ich Walmer retten kann. Jahrzehntelang habe ich mich an so vielen Orten materialisiert, um dich zu finden. Du bist meine letzte Hoffnung auf Rettung. Es ist so unfassbar lange her. Unser letztes Treffen in der Höhle der Elras. Ein Schattengeist hatte von mir Besitz ergriffen. Du musstest meinen Körper vernichten. Sonst wäre alles vorbei gewesen. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Ich bin hier, weil ich das verfluchte Buch der Elras suche. Du hattest es versteckt. Wo ist es? Der heilige Kreuzzug hat es inzwischen. Es ist in einer alten Kirche gelagert. Du musst es holen und mich aus der Ebene des Blutes befreien, bevor diese Schmerzen mich in den Wahnsinn treiben. Der heilige Kreuzzug? In welcher Kirche? Südwestlich von Ediril. Nee, Ediril. Dort steht die Kirche auf einer weiten Wiese. Woher weißt du das? Als Blutgeist kann ich immer nur kurz auf dieser Welt erscheinen. Doch einmal habe ich die Krieger des Heiligen Kreuzzugs gesehen, wie sie das Buch in Sicherheit brachten. Das Buch werde ich holen und euch beide damit aus der Ebene des Blutes befreien. Wo ist Asghar? Warum ist er nicht bei dir? Das ist eine lange Geschichte. Ich werde dir alles erzählen, nachdem ich Walmer und dich befreit habe. Dann bitte beeil dich. Ich muss in Kürze wieder in die Ebene des Blutes. Bitte finde das Buch und rette uns. Halte durch. Ich werde mir einige Vampirkrieger beschaffen und die Kirche erobern. Mit dem Blut komme ich wieder her. Bitte beeil dich. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr.
Und wenn mich der Wahnsinn vor Schmerz übermannt, bin ich nun nicht nur ich verloren. Dann gibt es auch keine Hoffnung mehr für Walner. Ich bin bald zurück. Ja, Jaina's Blutgeist. Oh, Elaine, ich hoffe, du schaffst es. Bitte finde das Buch. Was bedeutet das? Was war das für ein Geist? Wenn ein Mensch stirbt, wandert seine Seele in den Himmel. Wenn ein Vampir stirbt, wandert sein Blutgeist in die Ebene des Blutes und erleidet dort unendliche Qualen. Früher nannten die Vampire diese sonderbare Existenzebene auch die Ebene der Blutgeister. Doch das ist lange her. Ein Blutgeist ist die Seele eines Vampirs? So ist es. Der Blutgeist aus meiner Geschichte gehört zu Jaina Aris. Einst war sie das vampirische Kind von Walner und Elaine. Obgleich Jaina als Mensch noch andere Eltern hatte. Und wieso war ihr Blutgeist nicht in der Ebene des Blutes gefangen? Nur die stärksten Vampire besitzen die Kraft, sich als Blutgeist temporär in unserer Welt zu materialisieren. Der Ort der Materialisierung ist allerdings nur sehr schwer vorhersehbar und kalkulierbar. Opa, wird hier auch ein Blutgeist erscheinen? Ich weiß es nicht, Aaron. Das klingt alles sehr seltsam. Nur Geduld, ihr werdet es noch nach und nach verstehen. Wichtig ist vorerst, dass ich Elaine nach dem Gespräch mit Jainas Blutgeist auf dem Weg in ihr Versteck machte. Du kannst die Enter-Taste gedrückt halten, um automatisch ablaufende Bewegungen zu beschleunigen. So, ne, jetzt kann ich aber schon schnell hier flatter, 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 flatter. Oder man lässt es halt. Und auch hier diese Karte ist auch wieder ein kleines bisschen anders, wie man sie aus dem zweiten Teil kennt. Hier sieht es zum Glück noch ruhig aus. Dieser verdammte Krieg gegen Asgard kostet mich alles. Eärendil ist die letzte mir verbliebene Stadt. Doch wenn ich erst einmal Walner gerettet habe, wird sich das Blatt wenden. Jetzt muss ich aber schnell in mein Versteck und mit Marlena reden. Der Eingang zu meinem Versteck ist dort hinten an der Wand. Dort an der Felswand. Hier ist der Geheimgang. So. Ich sollte den zweiten Geheimgang direkt an dieser Wand verwenden. Und weiter geht's.